11:59 Uhr, immer noch wach. Und irgendwie spüre ich, wie die Furcht ihre kalten Finger nach meinem Hirn ausstreckt, es schmerzhaft in sich zusammenziehen lässt. Es ist keine wirkliche Angst, die in mir emporkriecht, aber das beklemmende Gefühl, etwas Unbekanntem gegenüberzustehen, etwas Mächtigerem. Der erste Schlag der Kirchturmuhr und mit ihm ein irgendwie bedrohliches, unheilschwangeres Geräusch. Es beginnt. Die Welt, so wie ich sie kannte, wie jeder sie kannte, wird sich verändern. Noch scheint alles wie früher. Zu unmerklich sind die Veränderungen. Man kann sie noch nicht sehen, nicht fassen, aber sie sind da. Nur das Gefühl sagt einem, sagt mir, dass etwas nicht stimmt. Hat sich irgendetwas verschoben? Ist das matte Dunkelblau des Himmels schwerer geworden? Die Schatten tiefer? Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht mache ich mir auch nur etwas vor. Meine, etwas zu merken, weil ich es erwarte. Die Zeit wird es zeigen. Der zweite Schlag der Kirchturmuhr. Ein erneuter kleiner Schritt zur Seite. Eine Verschiebung hin zum Wahnsinn. Ich glaube, Bewegungen sehen zu können. Bewegungen, die nicht da sein dürften. Und sobald ich sie fixieren will, sind sie fort. Wie substanzlose Schatten, die das Licht meiner Augen fürchten. Wohl eher wie ein Flackern, das aber, trotz dass mein Auge es nicht fassen kann, präsent ist. Mindest so präsent, wie ich es bin. Und gerechtfertigter in der Anwesenheit. Das spüre ich und es lässt mich selbst wie ein Eindringling erscheinen. Schon wirkt alles unecht. Die Häuser an der anderen Straßenseite scheinen fehl am Platze. Sie heben sich nicht mehr so stark von ihrer Umwelt ab, als wären sie von einem Nebelschleier eingehüllt. Oder aber ihre Umgebung versucht sie zu verschlucken. Passt die Welt um sie herum nicht mehr zu ihnen? Oder sie nicht mehr in diese Welt? Der dritte Schlag der Kirchturmuhr. Hätte ich doch nie an den Mächten gerührt, die für das Menschengeschlecht verboten sind. Und das sind sie nicht umsonst. Jahrhundertealtes Wissen habe ich mir zu eigen gemacht, in meinem Leben verschrieben, um bis in das Unbekannte vorzustoßen. Die Wissenschaft habe ich weit hinter mir gelassen und die Magie ausgeschöpft und ihre Grenzen überschritten, um mich über die verhasste Menschheit zu erheben. Doch die Kraft der Urgewalten ist tausendfach größer, als ich zu denken fähig bin. Milliardenfach stärker, als ich und alle Menschen zusammen beherrschen könnten. Und die Entscheidung ist absolut. Es liegt nicht mehr in meiner Hand. Ich habe diesen Weg vorherbestimmt und bezweifle nun, ob die Menschheit dieser Vehemenz überhaupt standhalten kann. Selbst wenn er überleben wird, wird er nicht den Stellenwert einer Schmeißfliege einnehmen, maximal als lästiges Ungeziefer geduldet werden. Auch ich werde an den Mächten, die ich beschworen habe, zerbrechen. Wie konnte ich jemals glauben, die Kraft zu besitzen, mir diese Urgewalten untertan machen zu können? Der vierte Schlag der Kirchturmuhr. Energie. Kann man Energie anfassen? Ist sie materiell? Ich weiß jetzt, dass es so ist. Ich fühle, dass ich auf einer Schwelle stehe. Da, wo keiner stehen sollte und keiner stehen kann. Wie lange kann ich noch hier sein? Werde ich das Ende, das eigentlich ein Neuanfang sein sollte, noch erleben? Oder werde ich da schon in Fortgeweht sein, wie ein welkes Blatt in einem Herbststurm? Ich glaube fast, dass es besser wäre, den zwölften Schlag nicht zu erleben, den Übergang in den Wahnsinn nicht mitgehen zu müssen. Und ich fürchte genau, das werde ich müssen. Vielleicht als Bestrafung für meine Gier, vielleicht auch als zweifelhafte Belohnung, weil ich das Tor geöffnet habe. Jetzt wird mir klar, dass alle wissenschaftliche Neugier bloß Vorwand war. Die Betonung liegt auf Gier. Ich wollte Macht und nun fehlt mir die Kontrolle. Wenn ich sie jemals hatte, ich habe mich selbst zum Vasallen gemacht. Der fünfte Schlag der Kirchturmuhr. Noch nicht einmal die Hälfte der Entfaltung hat sich vollzogen. Der größte Teil der Welt da draußen ist noch irdisch, doch ich erkenne nichts wieder. Mein Geist scheint stumpf zu werden. Der mir so vertraute Blick aus dem Fenster ist mir zu peinlich geworden. Zu bizarr ist mein Umfeld. Schon dieser Anblick müsste reichen, jeden Betrachter in den Wahnsinn zu treiben. So vieles, was das Hirn nicht fassen kann, was das Auge nicht richtig zu sehen vermag. Jeder Schatten scheint tief zu sein. Endlos. Ein Abgrund bis tief in die Vergangenheit. Jede Gerade scheint sich zu verkrümmen, wie es unmöglich ist. Die drei Dimensionen unserer Wahrnehmung sind nicht mehr relevant. Gibt es Winkel über 360 Grad, ohne einen Kreis zu bilden? Der Anblick bohrte sich wie eine glühende Nadel in mein Bewusstsein, so dass ich es nicht lang genug fixieren kann, um sein Geheimnis zu ergründen. Der sechste Schlag der Kirchturmuhr.
Die Luft scheint zu leben, wie ein Organismus. Und ich bin der Parasit, der sich von ihr nährt. Lange wird sie mich wohl nicht mehr dulden. Ich kann fühlen, wie neues Leben entsteht, wie altes Leben vergeht. Wieso vergehe ich nicht? Ich wünschte, ich würde es. Meine Orientierung ist völlig hinüber. Obwohl ich mir sicher bin, mich nicht bewegt zu haben, kann ich es nicht beschwören. Alles um mich herum lebt, auch wenn keine Biologie dies je als Leben erkennen würde. So fremdartig ist es. Ich kann es fühlen. Ich weiß, dass unser Leben nur eine einfache Ableitung dieser viel komplexeren Form ist. Jetzt beginne ich zu ahnen, was das Wort Leben bedeutet und wie zynisch unser Gebrauch dieses Wortes ist. Es hat nichts mit Organismen, Atmen, Wachsen zu tun. Wirkliches Leben ist viel elementarer, kraftvoller, absoluter. Meine eigenen Möglichkeiten sind schon längst erschöpft. Schon beim zweiten Schlag hätte ich vergehen müssen. Etwas hält mich am Leben. Ich sollte sehen, was ich alles ausgelöst habe. Ich kann den Mantel des Schutzes spüren, der über mir ausgebreitet wurde. In den bisher vergangenen 30 Sekunden hat sich mein Horizont derart erweitert, dass die geballten Erkenntnisse der gesamten Menschheitsgeschichte unbedeutend werden. Mein Kopf droht aus den Nähten zu platzen, so viel strömt auf mich ein und kann nie völlig verarbeitet werden. Der 7. Schlag der Kirchturmuhr. Es beginnt sich zu materialisieren. Ich meine das neue, hohe Leben. Hätten wir von ihnen gewusst, wir hätten sie alle Götter genannt. Vorzeitliche Wesen, gewaltvoller, als es mir denkbar scheint. Damals verbannt von einer noch größeren Macht. Einer, dem Gott bedingungslos zu Füßen liegt. Und ich habe das Siegel gebrochen. Ich, der ich vor ihnen in der Undenklichkeit des Nichts versinke. Wie konnte ich jemals annehmen, Verehrung durch diese Wesen zu erfahren? Sie werden mich nicht einmal wahrnehmen. Vielleicht nicht einmal wahrnehmen können. Ihre Welt gehorcht keinem unserer Gesetze. Unsere obersten Gebote werden degradiert zu Nichtigkeiten, zu Recht. Ich dachte, ich könnte sie beherrschen und kann ihre Möglichkeit nicht einmal ansatzweise verstehen. Der 8. Schlag der Kirchturmuhr. Ich kann nur noch registrieren. Jeder Versuch zu verstehen muss im Wahnsinn, wenn nicht sogar im Tode enden. Gestalten für das menschliche Auge zu bizarr, um Formen anzunehmen, bevölkern die Straße draußen. Nicht mehr meine Straße, sie ist einer neuen Architektur gewichen. Geometrische Körper, fernab des menschlichen Verständnisses, bestimmten die Landschaft. Jedes Elementarteilchen unserer Welt wurde ausradiert und musste anderen weichen. Materialien, die ich nicht beschreiben kann, mit einer Tiefe und Komplexität, die allem Irdischen spottet. Eine Aura von Gewalttätigkeit umgibt jeden Zentimeter, wenn man noch von Zentimetern sprechen kann, in einer Welt im Widerspruch zum Irdischen. Denn für jedwede Schönheit fehlt die Ästhetik der klaren Körper. Eine Gewalttätigkeit, die erhabener scheint als alles, was ich je mit Gewalt in Verbindung gebracht hatte. Ich fühle mich nichtig, noch schlimmer, dumm und unwissend. Ja, geradezu unvermögend. Ich, der in der Welt, der ich entstamme, Wissen besaß, welches mich an der Spitze der Macht hob. Ich, der von den wenigen Eingeweihten selbst als Gott verehrt wurde. Der 9. Schlag der Kirchturmuhr. Gewaltig. Alles in dieser Welt ist gewaltig. Ja, selbst der Mond scheint mächtiger, realer, lebendiger zu sein. Er scheint vernunftbegabt im Gegensatz zu mir. Die Veränderungen dauern erst 45 Sekunden an, aber mir kommt es vor wie eine Lebensspanne. Bedeutet für diese Wesen ein Menschenleben nur einige Sekunden? In allem steckt ein Hauch von Ewigkeit. Zeiträume, die schon im Erahnen Furcht auslösen. Und diese Zeit verläuft definitiv nicht linear. Auch sie ist ihnen unterworfen. Der 10. Schlag der Kirchturmuhr. Kirchenuhr? Welche Uhr? Von welcher Kirche? Nichts Irdisches ist noch existent. Der Schlag, ich glaube fast, er existiert nur in meinem Geiste. Dieser Ton, mir seit Jahren vertraut, zerreißt mir fast die Schädeldecke, so falsch wirkt er. Die Geräusche, die jetzt die Luft erfüllen, sind anders, kompakter und breiter. Von engelsgleicher Klarheit und einer Melodik, die meine Sinne salzig schlagen lässt und trotzdem dumpf und dröhnend wie Kanonenschüsse. Der 11. Schlag der Kirchturmuhr. Jetzt ist sie vollständig da, die andere Welt, von mir aus dem Verlies gelassen. Der Sprung über Dimensionen ist vollendet. Die alte Welt ist ihr zum Opfer gefallen. Ich verspüre nicht einmal einen Anflug von Trauer. Und sie hatte nichts, was auch nur einen Gedanken wert ist. Ich bin das letzte Relikt eines Hauches, der das Universum gestreift hat. Schon vergessen.
Ich spüre die Last der übermäßigen geistigen Anstrengung auf mir. Sie ermüdet mich. Der 12. Schlag der Kirchturmuhr.